Hallo zusammen, ich zeige euch heute, wie ihr solche flauschigen Pompontiere basteln könnt. Alles, was ihr dafür braucht, seht ihr jetzt. Wir beginnen mit den zwei Ringen, legen diese übereinander und brauchen dafür etwas Wolle. Ich habe mir jetzt mal die grüne Wolle ausgesucht. Ihr könnt die Wolle doppelt nehmen oder dreifach, vierfach. Je mehr ihr die Wolle knickt, desto schneller geht es. Dann nehmt ihr die Wolle und geht einmal durch die Öse vom Kreis, von dem Ring, geht da durch und zieht das Ende des Fadens einmal hindurch. Dann müsste es so bei euch aussehen. Jetzt könnt ihr anfangen, immer in eine Richtung die Wolle um den Ring zu wickeln. Das macht ihr so lange, bis hier in der Mitte vom Ring kein Platz mehr ist. So, nachdem ihr dann fleißig wart, dürfte euer Ring in etwa so aussehen. Bevor wir zum nächsten Schritt gehen, solltet ihr auf jeden Fall noch ein Stück Faden bereithalten, den braucht ihr gleich. Der nächste Schritt sieht wie folgt aus. Wir müssen gleich einmal alles, was wir drum gewickelt haben, hier an diesen Seiten entlang schneiden. Dabei versucht ungefähr die Mitte zu treffen, sodass wir zwischen den beiden Ringen auskommen. Wenn ihr dann einmal rundum zwischen diesen beiden Ringen geschnitten habt, dann müsste es bei euch so aussehen. Damit der Pompon jetzt nicht auseinanderfällt, nehmen wir einmal das Stück Seil, was wir uns vorher zurechtgelegt haben, gehen einmal hier zwischen diesen beiden Ringen drumherum und machen einen Knoten rein. Danach einmal in die Pappe etwas reinschneiden. So, und dann haben wir so einen Pompon. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch gerne hier etwas drumherum schneiden. Ihr seht ja, hier sind ab und zu noch ein paar Wollreste, die hinausragen. Heißt, ihr könnt euch den zurechtschneiden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein paar Augen und vielleicht einen Mund dran machen. Ich habe das schon mal vorbereitet und zeige euch dann gleich, wie mein Pompon aussieht. Ich habe jetzt meinen Pompontier, meinen Frosch, noch Augen und einen Mund angelegt. Ihr könnt natürlich mit den verschiedenen Farben auch ganz verschiedene Tiere basteln. Ihr könnt auch Monster basteln, ihr könnt auch bunt die Farben mischen. Da sind euch keine Grenzen gesetzt und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln.